Heiner Lauterbach gegen Uwe Ochsenknecht, kurz vor der Show. Wie geht es euch? Also eigentlich kommt ihr mir total entspannt gerade. Ja, schon nie entspannter. Nein, das ist gelogen, oder? Nein, warum? Nein? Das steht doch kein Grund. Ist doch wir haben doch eine schöne Fernsehunterhaltung, einen schönen Spieleabend vor uns. Okay. Das ist doch schön. Wie geht's dir? Mir geht's auch so gut. Entspannt? Was mich irritiert, sind Heiners Socken, die gerade so daraus rausknallen. Aber sonst sind wir entspannt. Wir kennen uns fast 40 Jahre. Wenn man da nicht entspannt ist, eine Freundschaft, die 40 Jahre seid ihr schon hält. Aber wirklich gute Freunde? Ja. Seht ja, ihr ja, euch regelmäßig? Nee, aber dazu muss man auch nicht gute Freunde sein. Das geht gar nicht in dem Beruf. Ja. Ist man meistens in anderen Städten. Was war euer erster Film gemeinsam? Wisst ihr das noch? Das waren Männer. Männer, ne? Das war der erste? 86, das war der erste gemeinsame, ja. Und welcher war euer Lieblingsfilm gemeinsam, den ihr gedreht habt? Du fragst, welcher war der letzte. So weit ist noch lange nicht. Der Lieblingsfilm. Den ihr gemeinsam gedreht habt? Ja, wahrscheinlich auch Männer, ja. Ja? Ja, naja, absolut. Habt ihr irgendeine Anekdote noch aus der Zeit, die ihr verraten wollt? Das ist so lange. Was heute noch aufkommt, was heute vielleicht noch Thema ist? Ich bin sowieso so ein schlechter Anekdotenerzähler. Euch fällt dir was ein, Uwe? Nichts, was man hier erzählen sollte. Ja, gut, aber gerade das wollen wir wissen. Ja, genau, ist klar. da müsste ich mich auch länger mal nachforschen. Okay, also du hast dich, hat man gesehen bei Instagram, auch mit Julia, Physio Julia, gut vorbereitet. Ja, was heißt genau das? Meine Julia, das ist hier meine Physiotherapeutin in Köln. Heiner hat sie auch in Anspruch genommen heute. Ja? Ich bin ja fair. Ja. Bin ja fair, du, ne? Nicht, dass ich nur heute gelockert bin zur Show. Ja, und die ist wirklich sensationell, kann ich empfehlen. Das ist jetzt unbezahlte Werbung, Julia. Findet man auch im Internet. Aber in hast du dich denn auch anders vorbereitet oder nur durch Julia? Mental schon sehr lange. Mental oder sportlich? Sportlich warst du sowieso, aktiver, ja, als ich sonst? Ich habe mehr trainiert als sonst. Ich glaube, das wird man in der Show auch merken. Ausdauer oder was hast du gemacht? Alles Ausdauer, alles. Kraft. Ja. Und du? Hast du dich speziell Schnelligkeit, irgendwie? Geschicklichkeit. Wie hast du das gemacht? Mussten deine Kinder herhalten dafür? Meine Kinder leben ihr eigenes Leben. Wir leben schon lange nicht mehr zusammen. Die haben auch gar keine Zeit mehr für sowas. Nein. Bei dir? Hast du dich speziell irgendwie noch vorbereitet, nein, dass du irgendwelche politischen Themen nochmal oder irgendwelche Promis, wenn geht's um Promis? Da muss ich sowieso bei passen. Manchen Spielen vielleicht? Nein, ich schaue schon jahrelang keine Nachrichten. Weil ich ärgere mich, wenn die Tagesschau läuft, ärgere ich mich 14 Minuten. Und wenn das Wetter schlecht ist, 15 Minuten und ich kann sowieso nichts dran ändern. Also deswegen habe ich gesagt, warum soll ich mich jeden Tag ärgern? Du schaust keine Nachrichten mehr. Nein. Aber nein, das geht mir ganz genauso, Heiner. Das Schlimmste an der Vorbereitung für diese Show war, dass ich jetzt in den letzten 14 Tagen mal einigermaßen regelmäßig wieder Nachrichten geschaut habe. Ja, ja. Weil ich es ja muss für die Show. Und das war das Schwierigste für mich. Ich bin da genau wie Heiner. Ich schaue mir die ganze Scheiße nicht mehr an. Nee, man müsste eine Sendung machen mit guten Nachrichten. Warum gibt es immer nur schlechte Nachrichten? Ja, das stimmt. Mal die guten. Es gibt auch noch gute Dinge auf der Welt, aber nein, die schlechten sind natürlich viel spektakulärer. Alles zum Ärgern. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Das versaut die Stimmung. Das ist nicht schön. Wie habt ihr denn reagiert, als ihr angefragt worden seid? Habt ihr lange überlegt oder sofort ja Heiner gesagt? Heiner rief mich an, machst du es? Ich rief ihn an und habe ihn selber gefragt. Und dann haben wir gesagt, warum nicht? Also wir sind... Also ihr musstet gar nicht lange überlegen? Nee. Aber also, lag es vielleicht auch an eurem persönlichen Duell dann? Wäre es jemand anders gewesen, hättet ihr da vielleicht gesagt, nee? Es kommt darauf an, wer es gewesen ist. Ich hätte das jetzt nicht mit jedem gemacht, aber es gibt bestimmt Leute, mit denen ich es auch gemacht hätte. Ja. Ich mache es auch nicht mit jedem. Aber wir waren ja schon öfters mal in so Shows und es ist für uns beide erstmal eine schöne Gelegenheit, uns mal wieder zu sehen. Ja. Und wir haben selber wahnsinnig viel Spaß. Das werden wir heute auch sehen. Also könnt ihr auch sauer aufeinander sein? Also könnte das auch vorkommen? Nicht wirklich, nee? Also spaßhalber. Nee, nee. Wir werden auch kein, wenn ich das so sagen darf, Haar an uns lassen heute. Wir necken uns und wir nehmen uns gegenseitig auf den Arm. Das macht einen riesen Spaß. Okay. Und das geht manchmal schon ganz schön an die Grenzen, ne? Für die Zuschauer, nicht für uns. Ne? Aber ich muss wirklich sagen, ihr wirkt wirklich entspannt so kurz vor der Show. Das ist ganz selten, dass
die Kandidaten so entspannt sind. Wirklich. Aber wir haben doch schon so viel erlebt und alles gesehen. Oder meint ihr, die Aufregung kommt gleich erst, wenn das Publikum da ist? Wenn ihr... Wir müssen ja nicht einen Krieg ziehen. Nein, aber es ist ja nicht Krieg. Wenn die Leute immer von Druck sprechen, die Leute sagen immer, ich habe so einen Druck. Auch die Fußballer stehen da zur Elft am Platz und haben so einen nicht Druck. Aufregen. Keine, nicht aufregen, nicht aufregen. Dann sage ich, wenn du im Weltraum, wenn du Astronaut bist und steigst aus der Kapsel raus, um was zu reparieren, und du kommst nicht mehr rein, weil die Tür klingt. Dann hast du Druck. Wir wollten uns doch eigentlich nicht aufregen. Dann mal schauen, welches Spiel kommt, wo du heute Druck bekommst. Ich kriege. Also warte mal, wenn ich 10 Punkte vorliege, dann hat er Druck, oder? Genau dann ist er noch weniger Druck. Ja. Gut. Dann bin ich gespannt und dann wünsche ich euch beim viel Spaß und viel Dankeschön. Erfolg. Super, vielen Dank. Ich bin dabei. Ich bin derjenige, der gewinnt, kriegt ja von mir am Ende den Geldkoffer. Ach so, ja. Dann verabschiede dich schon mal vom Uwe. Wen feuerst du jetzt an? Wer möchte mit mir denn wie teilen? Das können wir gleich machen. Was, den Koffer oder was? Ja, den Koffer kannst du haben. Los. Du kannst den ganzen Koffer haben. Ja? Alles Boah, klar, jetzt, dann weiß ich ja, wer. Aber ich muss den Inhalt Spaß aber vorher rausmachen. Ich bereite mich schon mal mental und körperlich vor, mache mich Warm-up und so weiter. Ja, mach du mal Warm-up. Danke, tschüss.